Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, in die Basis des Team Skull vorzudringen. Wir arbeiten uns da heute mal gemütlich weiter nach vorne. Hier hinter dieser Hecke lauerten auch schon zwei. Ich würde sagen, noch nichts wie durch, ne? Gucken wir doch mal. Moin. Also im Vergleich zu den Truller hier neben mir habe ich es voll drauf. So viel ist klar, Digga. Also mehr drauf als die Olle da neben mir, habe ich da wohl allemal, Mann. Dann wollen wir mal gucken, wer von euch beiden Ollen das wohl krasser drauf hat. Du, ich war gestern mit Schatzi in Bremen bei den Arschkrampen, also Dietmar Wischmeier und Oliver Kalkofer als die Arschkrampen. Wenn mein Vokabular heute oder die nächsten 7 Folgen so ein bisschen schmutziger ist als üblich, nehmt mir das nicht übel, ja. Team Skull Ripple möchte kämpfen. Ihr seht ja voll identisch aus, Mann. Ihr seid mega die Klone. Team Skullrüppel setzt Golbat ein. Und Radikal. Zicky und Pepper. Oder man los, ne? Wie sieht's denn aus? Außer, dass die Frames ein bisschen am Droppen sind. Es fängt an zu regnen. Oh, du, das ist hier so, ne? Mal sehen. Wer ist denn mit der Laubklinge ganz gut bedient? Ja, Radikal geht so, ne? Hauen wir ihm mal eine Laubklinge rein. Oh, Entschuldigung, Leute. Ja, musste ich mal niesen. Wie wär's denn, Zauberschein, wie sieht das aus? Nee. Aurorastrahl. Ja, das ist schon besser. So, Pepper setzt Aurorastrahl ein. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Golbat wurde besiegt. Zeki erhält 968 spezielle Erfahrungspunkte. Pepper erhält 1500 irgendwas. Der Rest bekommt auch ein bisschen was. Zeki setzt Laubklinge ein. Bam! Radikal wurde besiegt. Oh. Tut mir leid. Zeki erhält 883, Pepper erhält 1422 und... Ah, Pepper reicht Level 49! Es wird dünn, es wird so dünn werden. Oh Mann. Danke sehr, Peter, das erhält auch der Rest deines Pokémon-Teams. Pampross erreicht Level 49. Ah! Du besiegst Team Skull Rüpel und Team Skull Rüpel. Also, ich habe es wohl trotzdem mehr drauf als die Olle da, oder? Hab ich doch, gell? Hab ich doch. Gell, ey. Trotzdem habe ich mehr... Nicht, ich kann gerade nicht. Trotzdem habe ich mehr drauf als die, oder? Hab ich doch, gell, oder? Sag, dass ich mehr drauf habe als die. Ja, ihr habt beide eigentlich relativ wenig drauf, aber es interessiert mich auch überhaupt so gar nicht doll. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Jetzt, wollen wir mal wieder Zikis Beinchen trocken föhnen? Das geht ja nicht, dass der hier so nass ist. Nee, das wollen wir ja auch nicht. So, raus da. Und dann wollen wir doch mal schauen. So, also wir nähern uns ja dem Ende dieses Abschnittes. Oh Gott, ich rede mir das gerade schön. Du findest Sonderbonbon. Ja, komm, das können wir gebrauchen. Lass mal unseren Pokis so ein Sonderbonbon reindrücken. Ich bin ja nicht schon wieder haarscharf an der Grenze. Also weiß ich nicht, ich hatte da bei meinem Privatgedödel hatte ich dann nicht so viel Probleme. Da bin ich hier durchgerödelt, das lief. Aber hier, haarscharf wieder. Oder ich habe es gar nicht gecheckt, das kann natürlich auch sein. Oh, da ist schon wieder jemand. Wer kommt denn jetzt? Auf dem Autowagen da oben? Tatsache, da steht einer. Yo, wie cool ist das denn? Yeah. 1, 2, 3, auf den Sack. Nee, scheiße, auf den Sack. Auf den Sandsack geht der Hieb. 4, 5, 6, mehr bringe ich nicht. Okay, das reimt sich ja nicht mal. Was ist denn los? Ihr seid auch noch nicht so ganz wach, ne? Ich hab Kaffee. Was ist eure Ausrede? Was denn jetzt los? Bist du rein? Bist du raus? Doch, die Katze ist wieder am Rumnerven. Team Skull Ripple fordert dich heraus. Jetzt habe ich nicht getrunken. Okay, jetzt hast du mich abgelenkt. Wegen dir habe ich jetzt nicht getrunken. Team Skull Ripple setzt Imantis ein. Ja, es geht los, Zeki. Hab ich noch irgendwas Flugiges? Ich glaube nicht, ne? Das ist eh Pflanze. Also im Grunde bräuchten wir da jetzt Feuer. Es fängt an zu regnen. Habe ich da irgendwas? Nee, habe ich nicht. Hilft nichts. Ich könnte trotzdem einfach mal versuchen, das mit der Z-Kraft zu regeln. Wir machen das einfach mal, weil ich muss möglichst versuchen, meine anderen Pokis nicht einzusetzen. Ja, künstlich schwer gemacht, ne? Künstlich schwer gemacht. Läuft aber. Zeki hüllt sich in Z-Kraft und setzt einen Z-Attacke ein. Schatten, Pfeilregen. Daga, 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 daga. Na, komm schon, das muss rein. Jo, das sieht gut aus. Imantis wurde besiegt. Na, siehste. Man muss auch mal Glück haben.
Zicky erhält 286 spezielle Erfahrungspunkte dank des EP-Teilers, erhält auch der Rest seines Pokémon-Teams Magie erreicht Level 42. Guck mal, den haben wir auch noch. Das läuft, Leute. Das läuft. Mulung ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Verdammt, wieso kannst du es wagen, noch mehr als ein Pokémon zu haben? Das geht nicht in meine Rechnung hier ein. Aber guck mal, wir haben noch Magi, wir haben noch Pelipper. Also mit drei Pokis werden wir doch wohl. Da kommen wir doch noch durch, ne? Also vom Typenmäßigen, das passt total. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Man muss da einfach nur kreativ sein. Mulung. Ich habe hier ein paar tausend auf Lager, wenn du möchtest. Aquawelle. Pelipper setzt Aquawelle ein. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Mulung wurde besiegt. Pelipper erhält 409 spezielle Erfahrungspunkte. Möchte ein bisschen gestreichelt werden. Dank des EP-Teilers bekommt der Rest auch was. Volle Kanne ausgenockt, Baby. Und ausgezählt bis 10, da kam der Gong. Ja. Wenn du das sagst, wird das wohl so gewesen sein. Ich kann mich zwar nicht an einen Auszählen und den Gong erinnern, aber... Das ist so, ne? So, hier, das Füßchen wieder trocken machen. Meine Güte, er hat hier auf jeden Fall Fußprobleme in dieser Region. Das merkt man. Also, er ist nicht der Glücklichste. So. Sind wir dann jetzt... Guck mal, da drüben sind noch so ein paar Moglis. Da sitzt ja auch noch wer. Bist du hier nur so am Sitzen? Oder willst du auch kämpfen? Ne, er sitzt wohl nur. Treffen die Moves Hornbohrer und Guillotine eigentlich auch mal? Mir steht dieser riskante Kram bis hier. Ab jetzt gehe ich auf Nummer sicher und setze alles auf eine Karte. Welche denn? Tackle? Da ist so ein rotes X, das sieht doch verdächtig aus, aber da ist tatsächlich nichts. Wo sitzt ein Kramaux rum? Kramurx. Die Häuschen können wir nicht. Moin. Die wollte kämpfen. Ich dachte, die wollten nur reden. Du, mein Reichslaus, das ist so wild, meinst du? Du kannst es ein wenig besäftigen. Ich kann mein Bestes geben und es versuchen. Also, ein paar auf die Oma hat schon immer geholfen, ne? Du. Team Skullrüpel fordert dich heraus. Lass mich ran, ist jetzt Reichslaus ein? Ich habe da so eine Ahnung. So eine Vorahnung. Reichslaus. Das ist doch bestimmt Käfer, oder nicht? Es geht los, Zeki, du schaffst das. Oh. Lass uns mal Info über dieses Wesen holen. Wo ist mein Stift? Es fängt an zu regnen. Ja, ja. Reichslaus. Regen. Ich dachte immer, wir hätten auch mehr Informationen über das Pokémon. Aber irgendwie nicht. Ach ja, weil wir gegen das offensichtlich noch nicht gekämpft haben. Ja, es ist jetzt die Frage, ne? Was nehmen wir denn mal da? Ich nehme mal eine Laubklinge und guck mal, was passiert. Wahrscheinlich nicht viel. Was könnte denn helfen? Ja, Feuer, Stein und Flug, ne? Habe ich so alles nicht da. Oh, scheiße, das... Na, nee, wir müssen da doch was tun. Wir müssen da doch was tun. Hm, lass mal wieder das Pokémon wechseln. Es bringt nichts, es bringt nichts. Magi muss es richten. Der muss jetzt ein bisschen Elektro draufballern, das wird schon passen. Zwar auch nicht effektiv oder so, aber... Reißlaus, setz Sandwirbel ein. Ja, was ist denn nun los? Du kannst mich doch hier nicht mit Sand bespucken. In Donnerschock. Machen wir erstmal Donnerschock. Magi setzt Donnerschock ein. Das ist nicht sehr effektiv. Oh doch. Oh, das ist sehr effektiv. Weiter so. Reißlaus wurde besiegt. Nee. Magi erhält 300, CK erhält 281. Dank des EP-Teilers, das bekommt er das auch noch ein bisschen was. Team Skull Rüpel wurde besiegt. Wow, das ist echt swag. Du bist ja noch viel wilder als mein Pokémon, Mann. Blaufuchs gewinnt 1120 Pokédollar. Ja, ich habe massiv den Swag, ne? Ich sag euch das. Wenn einer Swag hat, dann ja wohl ich. So, eben mal sein Auge trocknen. Das andere kaufen sich in der Apotheke so Tropfen, um die Augen zu befeuchten. Wir föhnen unserem Pokémon mal schön den Augapfel, damit er nicht zu feucht ist, ne? Das ist hier so. Wer kennt es nicht? Jetzt, wo mein Reißlaus dank dir so handsam ist, ey, bin ich auf einmal auch ganz kraftlos. Ihr seid also so eine Symbiose eingegangen, ihr beide. Was ist denn hier alles los? Der Kerl da sollte lieber Ausschau nach dem Eindringling halten, als mich anzustarren. Ja, ihr starrt euch gerade gegenseitig an ihren Nasen. Und dabei fällt mir ein, wo steckt eigentlich der Typ, der ständig was von Schädeln faselt? Wen meinst du? Slimer. Ja, moin. Ich weiß jetzt nicht, wen sie genau konkret gemeint hat, aber ich weiß es nicht. Wen meinst du denn? Ach, egal, komm.
Wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Das ist auch ganz gut so, weil das langsam echt eng wird. Ich hoffe, danach ist die Insel abgeschlossen. Der Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Das ist doch schön. So, du wirst doch ganz bestimmt nicht kämpfen, oder? Vielleicht bin ich einfach zu naiv. Aber wo soll ich denn auch wissen, wie weit ich von diesem Eve weg bin? Ja, geh mal ruhig noch ein bisschen dahin, du. Du bist noch nicht weit genug weg von diesem Eve. Da muss noch ein bisschen was gehen, ich sag dir das. So, rein in die gute Stube. Lotta Villa. Oh, lohnt sich das vorher nochmal Pokémon zu heilen? Ah, gleich, wenn wir hier drin so die ersten Räume erkundet haben. Wo geht das hier hin? Ach, wahrscheinlich zu dem Typ, der sie anstarrt. Po-oh, hier gibt's einen Pokéball. Du findest das Item Eisstein. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo wir einen Eisstein gehabt hätten. Den ersten, den man nicht über dieses... Moin. Und der Kerl starrt mich die ganze Zeit an, Alter. Aber ich bin auch eben total Gangster, ne? Alter, guck dir mal meinen Bizeps an. Ich bin mega Gangster. Ja, du bist ja krass drauf, so. Ja, ich sag euch, der knallt die Bitches. Das glaubt ihr nicht. So Gangster ist der. So, da ist noch eine nächste Gangsterin. Sorry, aber bei mir ist Endstation für dich, Digga. Bromley soll sich da nicht ärgern müssen, ne? Okay. Wir kriegen das hin. Yeah. Du. Team Skyrüppel fordert dich heraus. Team Skyrüppel setzt Gastella ein. Wo ich mir nie merken kann, was das ist. Ich weiß wieder nicht, was das ist. Keine Ahnung. Es ist einfach nur hässlich, aber was ist denn das? Ich weiß, warum kann ich mir das nicht merken? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja diesen coolen Knopf hier. Ach Gott, sorry Leute. Irgendwas läuft da nicht. Gift und Wasser, ja, was können wir denn da mal machen, ne? Pflanze vielleicht? Gute Idee, ne? Hauen wir mal eine Laubklinge rein. Zeki setzt Laubklinge ein. Gastella wurde besiegt. Zeki erhält 372 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teilers erhält doch der Rest ein bisschen was. Und Team Skalrüpel wurde besiegt. Oh, weia mal, jetzt muss unsere Villa schon wieder dran glauben. Hä, was ist denn? Eurer Villa habe ich doch gar nichts getan. Ist doch alles noch gut. Obwohl Bromley so stark ist, hat es nicht gereicht, um Captain zu werden. Ja, dann muss ja irgendwas anderes kaputt sein. Ich finde ihn ja ganz nett irgendwie. Irgendwie finde ich den ja sympathisch. Auch wenn er so einen leichten Schaden hat, ne? Toppeleber. Was machst du hier? Das ist ja der hübscheste Raum in dieser Villa. Hat sich auch gleich mal zwei Betten zusammengeschoben und schläft mit dem Kopf auf der Lücke. Das kann ja nur gut sein. Gönn dir, ne? Da wirst du morgen so ein paar Abdrücke haben. Ich sag dir das. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Zettel. Eines der Losungswörter von Team Skull für diesen Monat lautet Prügler. Prügler. Ja, ob ich mir das merken kann? Prügler. Hier auch ein Losungswort, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Nö. Prügler. Gehen wir mal weiter gucken. Was ist hier los? Wollt ihr alle kämpfen? Bitte nicht. Hat Bromley vielleicht keinen Z-Ring bekommen, weil er viel zu stark ist? So eine Art Hölker? Ja, er ist so krass drauf, Alter, den haben die keinen Z-Ring gegeben. So ein massiv übler, harter Kerl ist das. Yeah, Eindringlinge wie dir serviere ich immer ein 3-Gänge-Menü von Pokémon-Attacken. Dann bin ich mal gespannt. Was ist denn der erste Gang? Vorspeise? Knuddler? Platscher. Man will ja nicht zu hart anfangen, ne? Team Skullrüppel fordert sich heraus. Alpollo. Da dürfen wir mit unserer Schattenfessel eigentlich ganz gut dabei sein. Es geht los, Zeki, du schaffst das. Ich habe vollstes Vertrauen. Vollstes Vertrauen. Hau mal eine Schattenfessel raus. Zeki setzt Schattenfessel ein. Dodge. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Alpollo wurde besiegt. Zeki erhält 865 spezielle Erfahrungspunkte. Ah, Zeki erreicht Level 47. Aber ich glaube, Zeki gehorcht uns eh immer. Dann löp. Dank des EP-Teilers bekommt er das auch noch ein bisschen was. Pelipper erreicht Level 43. Team Skullrüppel wurde besiegt. Boah, die Mahlzeit, die du mir da reingedrückt hast, war aber ganz schön schwer verdaulich. Er bestand nur aus Butter eingewickelt in Fett. Bacon. Eigentlich esse ich ja lieber süße Pfannkuchen, ne? Oder Kuchen mit Beeren. Ah, Pfannkuchen, ey. Hab ich auch mal wieder Bock drauf. Schön mit Apfelmus drauf.
wir helfen Bromley bei, dabei, der krasseste Trainer von Käfer-Pokémon überhaupt zu werden, ey. Deswegen krallen wir uns auch alle Insectium Z, ey, die wir in Alola finden können, Digga. Krassester Insektentrainer. Aha. Insekten. Das ist natürlich gut zu wissen. So, wo geht das jetzt hier lang? Was ist das jetzt hier? Warte mal, war da vorne nicht auch noch was? Wir gehen erstmal hier hinten lang. Oh, hier. Weiterer Zettel. Eines der Losungsworte von Team Skull für diesen Monat lautet Eniko-Kakao. Notiz, ein echtes Team Skull-Mitglied erkennt man daran, dass es immer No Way erwidert. Eniko-Kakao, No Way und Prügler. Okay, Eniko-Kakao, No Way und Prügler. Bitte einmal merken, Leute. Ja, ich kann mir das nicht merken. Man wird ja nicht jünger. Eniko-Kakao, No Way und Prügler. Okay. So, wir werden jetzt gleich den Aufstieg beginnen. Moin. Uah, was ist denn los? Ich trage selbst als Rüpel nicht viel, aber hier habe ich wenigstens meinen Platz gefunden, ne? Schön hier an dem Stuhl. Da sitzt er auch, sein ganzes Leben lang wird er auf diesem Stuhl sitzen, nichts anderes mehr machen. Das ist ein Leben, ne? Das ist ein Leben. Team Skull Rüpel fordert dich auf. Warum hast du denn 3 Pokémon? Ich kann hier nicht 3, das ist zu viel. Das levelt mich ja. Setz Zubat ein, wir wollen los, ne? So ein Zubat, das können wir noch wegschattenfesseln im Notfall. Hier, guck mal. Kriegst erstmal eine Schattenfessel rein. Zeki setzt Schattenfessel ein. Rums. Zubat wurde besiegt. Zeki erhält 272 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EPTs bekommt der Rest auch noch ein bisschen Wert. Und Team Skyrim besitzt jetzt Nebulak ein. 9, wir sind da gut dabei. Machen wir weiter. Nebulak. So, da würde ich sagen, da haben wir doch aber noch eine Schattenfessel rein. Batz. Zeki setzt Schattenfessel ein. Dutch. Dutch. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Nebulak wurde besiegt. Zeki erhält 344 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest des Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Team Skull besitzt dieses Molunk ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, das wäre jetzt so der Moment, wo ich dann sagen würde, doch, wir müssen mal auf Pelipper wechseln. Oh, Tauschmann. Team Skull setzt Molunk ein. Wie sieht's denn aus, wenn du so eine Aquawelle... Niesel von Pelipper wirkt. Ja, jetzt hast du aber richtig Arschkarte gezogen, ne? Richtig reell. So, dann einmal hier eben fix. Ah, da reicht eine Aquaknarre, ne? Komm, wir wollen doch mal nicht so sein. Pelipper setzt mal so eine Aquaknarre ein. Ich setz mal eine Tasse Kaffee ein. Mm. Das war sehr effektiv. Oh, aber sie beginnt kalt zu werden. Mm. Pelipper erhält 425... Oh je. Danke, dass ihr Peter lässt. Nein, nicht so schnell. Team Skull Rupel. Oh, Rupel. Der Rupel wurde besiegt, Mann. War nicht klar, dass der Kampf so ausgehen würde, ne? Passend für jemand wie mich. Ende aus, Digga. Blaufox gewinnt 1120 Pokédollar. Ja, lief nicht so gut, hä? Erzählst du noch irgendwas Tolles? Dass ich nichts taug, habe ich ja schon gesagt, ey, aber unser Boss, ne? Der hat Feuer im Blut, du. Ich würde ja gern die Welt in Schutt und Asche legen, hab aber zu viel Angst vor ihr. Das ist natürlich geil. Warum willst du denn die Welt überhaupt in Schutt und Asche legen? Weil du halt Angst hast, ne? Okay, es geht nur hier hoch. Mal sehen, was uns hier noch erwartet. Ah, oh, ein Lapras-Plüschtier. Du findest die TM36 Matschbombe. Oh, wer wohnt denn hier? Ist das sein Zimmer oder was? Jemand hat 2 etwas ausgewaschene Pokémon-Plüschpuppen auf das Bett gesetzt. Knuddelt abends immer mit seinem Lapras. Ich würde das ja mitnehmen, aber ich will es ihm auch nicht klauen, ne? So, oh, was ist hier los? No way! Das ist doch mein Skull-Tank-Top, das du da anhast, oder? Ich glaube, es hackt. Ach, deshalb riecht das Teil so komisch, ey. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus, Mann. Wie soll man denn das auseinanderhalten? Das riecht überhaupt nicht komisch, das duftet. Und zwar ganz hervorragend. Wird aber wohl echt Zeit, dass wir unsere Klamotten mit Namen beschriften. Gar keine schlechte Idee, ey. Du bist ja voll intelligent, ey.
Vielleicht werden wir dann endlich mit unseren Namen angerufen und nicht einfach nur als Rüpel bezeichnet. Ja. Was? Hey du da, du kannst doch nicht einfach uns belauschen. Dafür gibt's gleich mal was auf den Deckel. Ja, cool. Es war gar keine Absicht, ich bin hier reingekommen und irgendwie müsste auch schon längst der Part zu Ende sein, aber mein Hahn ist auf lautlos, cool. Ja, Hahn, das ist ja wieder schlau von dir, ne? Anstatt hier zu meckern, bist du auf lautlos. Was soll denn das? So, der Hahn hat gekräht, schon vor einer ganzen Weile. Deswegen machen wir jetzt eben trotzdem hier kurz einen Break. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst schon eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß am Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.